So melden Sie sich das erste Mal bei Ihrem Online-Banking mit Smartanfoto an. Rufen Sie unsere Website unter www.vb-waltrop.de auf. Wählen Sie Login-Konto Depot aus. Melden Sie sich mit Ihrem VN-Netkey und der Startpin an, die Sie mit der Post erhalten haben. Wählen Sie jetzt Ihre Wunsch-PIN. Unter Aktuelle PIN geben Sie die PIN aus dem PIN-Brief ein. Unter Gewünschte neue PIN geben Sie Ihre neue PIN ein. Wiederholen Sie Ihre Wunsch-PIN. Klicken Sie jetzt auf Eingaben prüfen. Die PIN-Änderung wird erst mit der Eingabe einer TAN wirksam. Diese erzeugen Sie mit dem Smart-TAN-Fotoleser. Wählen Sie TAN-Eingabe durch optische Erkennung aus. Führen Sie Ihre Girocard oben in den TAN-Generator ein. Drücken Sie Scan. Halten Sie den TAN-Generator so vor die Farbcode-Grafik, dass der Farbcode vollständig in der Anzeige erscheint. War dies erfolgreich, können Sie bei Servicefunktionen OK wählen. Ihnen wird eine TAN angezeigt. Diese geben Sie bitte auf der Website in das dafür vorgesehene Feld ein. Um den Vorgang final abzuschließen, melden Sie sich bitte erneut auf der Website an. Geschafft! Jetzt können Sie das Online-Banking mit Smart-TAN-Foto nutzen.